Die neun Jahre für neuen Sieg. Am 13. April 2012 wurde Herr Kim Jong-un auf Wunsch des koreanischen Volkes ins höchste Amt der Demokratischen Volksrepublik Korea gewählt. Seitdem sind 9 Jahre vergangen. Trotz der Störmanöver der feindlichen Kräfte steht das koreanische Volk in vergangenen 9 Jahren unter der Führung von Kim Jong-un für den neuen Sieg beim Aufbau des Sozialismus kräftig voran. Er erklärte, dass der Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus, die Leitideologie der Demokratischen Volksrepublik Korea, dem Wissen nach die Priorität der Volksmassen bedeute. Dadurch verdeutlichte er den volksverbundenen Charakter des Staates. Unter seiner weisen Führung werden bei der Erarbeitung aller Linien und Politiken des Staates die Interessen der Volksmassen berücksichtigt und verabsolutiert, wodurch das Wesen des koreanischen Sozialismus, in dem die Volksmassen im Mittelpunkt stehen, standhaft verteidigt wird. In den vergangenen 9 Jahren wurden überall im ganzen Land moderne Straßen, Dörfer, Basen für Kultur und Gefühlsleben, Schulen und Krankenhäuser neu gebaut. Außerdem werden viele Arbeiten dazu, das Leben und die Sicherheit des Volkes zu schützen und das Volk zum stärksten Wesen zu entwickeln, zum Beispiel die Einführung der 12-jährigen Schulpflicht und die Schaffung des staatlichen Krisenkontrollsystems gegen Seuche und Naturkatastrophen als die wichtigsten staatlichen Angelegenheiten durchgeführt. In der DVRK wurden mit dem Geist der Schaffung aus eigener Kraft viele epochemachende Erfolge erzielt. In 9 Jahren verstärkte sich der Geist des koreanischen Volkes für Schaffung aus eigener Kraft, was dem Staatschef Kim Jong-un zu verdanken ist. Er sorgte dafür, dass das Volk das Prinzip des nationalen Selbstbewusstseins für lebenswichtig hält. Jeder Bürger besitzt den Geist des Schaffens aus eigener Kraft und der Selbsthilfe, was zum staatlichen Trend geworden ist. Mit diesem Geist entwickelten die Koreaner die selbstständige Verteidigungskraft des Landes auf dem Weltniveau, verwirklichten die Selbstständigkeit in der Wirtschaft und schufen einen neuen Mythos im Bauwesen. Es wurde ein beispiellos hohes Bautempo erreicht. In allen Bereichen des Landes herrscht eine heiße Atmosphäre der Modernisierung, der Herstellung der einheimischen Produkte und des sozialistischen Wettbewerbes, wobei viele ausgezeichnete Produkte und Bauwerke geschaffen wurden. Im Juni 2012 wurden die Changdeonstraße eingeweiht. Danach entstanden die Wissenschaftler Wonviertel Unha und Wisong, die Wissenschaftlerstraße Mbide und die Dürmungstraße. Im Kampf gegen die Störmanöver der feindlichen Kräfte lernten die Koreaner die Methode, mit eigener Kraft zu leben. Je größer die Schwierigkeiten und Bewährungsproben werden, desto stärker wird das koreanische Volk, was als eine wertvolle Grundlage für künftigen Aufschwung gilt. Die Koreaner sind davon überzeugt, dass man den siegreichen Fortschritt des Sozialismus und die schöne Zukunft garantieren kann, wenn man der Leitung von Kim Jong-un treu bleibt. Die Wahl von Kim Jong-un ins höchste Amt des Staates ist das Glück und die Ehre des koreanischen Volkes.